Ja, grüß euch vom Attersee. Wir haben ja einen wunderschönen Tag erlebt. War heute mit Marc und mit seinem Papa unterwegs. Und bevor ihr jetzt dann seht, was wir alles Schönes erlebt haben, denkt daran, dass ihr Marc ein Abo da lasst. Er macht super Videos und unterstützt ihn ein bisschen damit. Und jetzt viel Spaß bei dem, was kommt. Voll. Bettle, es war echt ein geiler Bettle. Tag. Voll. Bettle. Zuerst machen wir das Kehl ein bisschen nass. Genau. Ein bisschen feucht machen. Sehr gut. Dass das Schleim auch geschützt ist. Schauen wir mal, da haben wir den Köder raus. Mhm. Auf dem Pult ist. Da ist der Köder. In der Farbe Natural Pike. Bei solchen langen Ködern ist jetzt der 18er. Da fische ich halt jetzt trotzdem gerne einen Stinger, um die Fellbissrate so gering wie möglich zu halten. Genau. Schauen wir uns mal den Hecht an. Wir haben jetzt. Ja, 60 oder 61. 60, bitte heil. Bitte Dank. Super. Jetzt mal nochmal her. Schöner Attersee-Hecht. Der erste von einem schönen Tag. Was davon aus? Wie der Quick Wheel ist, habe ich so das Gefühl. Das Um und Auf beim Hechtfischen, vor allem wenn man mit Einzelhaken fischt, was ich am liebsten mache, sind wirklich nadelscharfe Haken. Das fängt schon mal an bei der Qualität der Haken. Also da gibt es für mich eigentlich nur ein paar Hersteller, die da in Frage kommen. Der muss von Haus aus schon recht scharf sein. Wenn ich merke, dass der nach der Zeit ein bisschen stumpfer wird, habe ich da Feile. Der hat jetzt eine feine Seite und ein bisschen grobere Seiten. Im Wald braucht man immer nicht die feine Seiten. Da ziehe ich ein paar mal drüber. Und der Haken, der muss wirklich, ich sage immer, der muss picken. Das heißt, man muss das wirklich spüren, wie der pickt. Und man hat eh trotzdem genug Fehlbisse. Aber wenn man einen stumpfen Haken verwendet, dann maximiert es das natürlich. Und das will man nicht. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich schwierige Tage. Da möchte man, dass die Bissausbeute dann passt. Genau. So viel dazu. Genau so muss ein Perlmutterspang laufen. Schön unregelmäßig. Sobald es rotiert, weiß ich, ich bin zu schnell. Oder die Spang passt von der Krümmung nicht. Und vor allem, ja, meine Geschwindigkeit passt nicht. Aber die läuft perfekt.
jetzt mit ein bisschen Schimmer, beim Sonnenschein, echt ein super cooler Köder, der einfach perfekt also verletzte Lauben einfach imitiert oder verletzte Renken. So, da fangen wir jetzt noch an. Ganz leicht mit dem Motor weiterfahren, dass sie dabei die anderen Rohre nicht verwickeln. Schleichtig. Geleck ist der halt gut. Und ich hab gerade noch vom Meter geredet. Ja. Wenn er das jetzt hat. Nein, ein Meter wieder nicht. Nein, ein schöner Fisch. Also. Oh, schöner. Über 70, glaube ich. Der Köder, der Michael, hat es im Gespür gehabt. Das hat jetzt genau passt, ja? Nach 10 Minuten. Da lebt man nicht jeden Tag im Freiwasser. So, jetzt zeige ich mal den Kescher her. Der Kunde. Unser Hechtal. Jetzt landen wir nicht schnell und dann melden wir uns wieder. Mhm. Da ist leider gerade eine Handlandung ein bisschen schief gegangen. Gerade beim Lösen hat er sich dann Draht und habe einen Zaun erwischt. Das splittert dann immer, also ganz wichtig beim Hechtfischen immer ein bisschen Verbandszeug mit haben, Pflaster, weil mit den Nassen und vor allem wenn die Finger ein bisschen kalt sind, hört das oft dann nicht mehr auf zum Splitten. Aber das waschen wir jetzt ab und ich verbinde mir das ein bisschen. Das zeige ich euch schnell. Genau, so. Das sind am besten diese OK-Plast. Das sind so selbsthaftende Pflaster. Das drehen wir da ein bisschen um. Und gut ist. Und weiter geht's. Hat jetzt einen natürlichen Gummifisch genommen. Mega. Cool. So. Und wieder einer. Der hat eine Energie. Moin. Servus. Servus. Jawohl. Megatis. Ich hab gesagt, am Attersee funktioniert der. Schauen wir mal. Ein bisschen mit Superkleber hätte ich ihn abbicken sollen. Aber jetzt probiere ich es nochmal und ich glaube, es schaut nur einer raus. So, wir haben jetzt da gerade in Max eine neue Big Bait Rute und hat jetzt einen Wurf gemacht und da passiert meistens dann das, was bei einer Baitcaster passiert, wenn es nicht gescheit eingestellt ist, also wenn die Bremsen auch voll locker eingestellt ist, die Bremsen innen, die Bremsen außen und die Schnur vom Original aufspulen noch ziemlich locker drauf ist, dann passiert das, also ein gefürchteter Backlash und das ist das, wofür dann die Freude verlieren an der Baitcaster. Deswegen ist es das Um und Auf, dass wir die gemeinsam gut einstellen, dass die Bremsen innen passt, die Fliehkraftbremsen und die Bremsen entsprechend des Ködergewichts und dann lernen Macker noch die Technik, wie man dann ein bisschen mitbremst und dann passiert das nicht mehr. Und dann macht so ein Baitcaster richtig Spaß, vor allem für schwere Köder. Das ist auch mein Haupteinsatzbereich, weil es wirklich schön fingerschonend ist. Jetzt schauen wir, dass wir da die Schnur rausfisseln, dass wir wenig Meter Schnur abschneiden müssen oder überhaupt keine Schnur abschneiden müssen. Wichtig Geduld, weil wenn man einmal in der geflochtenen Schnur einen Knoten drin hat, dann
bringt man den nicht mehr raus. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt spülen wir noch ein bisschen was ab, lassen ein wenig Schnur nach und spannen es richtig gut gestrafft auf die Rollen. Jawohl. Und dann schauen wir uns innen die Bremsen an. Die machen wir da auf. Da haben wir innen eine Bremsen. Und da haben wir Bremsen, die wir entsprechend des Ködergewichts dann einstellen. Ich stelle es immer gerne ein bisschen leichter ein, dafür bremse ich dann mit. Und da haben wir, wenn es ernst wird, nur die Fischbremsen. Das sind so diese drei Bremsen, die ein Baitcaster hat, was eben von einer Stationärrollen unterscheidet. Weil bei einer Stationärrollen habe ich genau eine Bremsen und einen Rücklauf halt. So, jetzt werfen wir mal aus und schauen, ob es jetzt besser ist. Yes! Läuft! Ja, eins der Ziele des Tages war unter anderem, dass wir in Maxe Big Bait Combo herrichten. Eine ganz neue W8 mit einem neuen Baitcaster. Die haben wir heute komplett eingestellt, also die Bremsen perfekt adaptiert und die Schnur ein wenig nachgezogen, die war von Anfang an ein bisschen schlaff drauf. Genau. Und habe auch schon die ersten Testwürfe gemacht. Und jetzt ist der erste Wurf, den der Marc mit dem 22er Shetties machen wird. Da werden wir jetzt schauen, ob die Rollen wirklich perfekt eingestellt ist. Und da seid ihr jetzt live dabei. So, da, Marc. Mhm. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we